Aber seid euch gegönnt, ja, seid euch gegönnt. Ihr habt vielleicht in der Zeitung gelesen, die Projektgruppe sucht Nachwuchs. Das klingt so einfach, also wenn hier kreative Köpfe sind oder Leute, die sagen, könnte ich mir vorstellen, mal an so einer Projektgruppe mitzuarbeiten. Wir nehmen noch Anmeldungen entgegen, aber ich warne, es hat auch was mit Arbeit zu tun. Ne? Es hat auch was mit Ärger zu tun, muss am Ende die Festivalkritik aushalten. Es hat auch was mit viel Spaß zu tun, also wenn Sie Lust hätten an sowas, bereit sind zu arbeiten, bei uns melden, wir nehmen jeden an. Der zweite Baustein, der immer so ein bisschen im Hintergrund steht, aber den ich natürlich schon bei Amt so erwähnen muss, ist das Jugendamt. Wir sind auch stolz als Stadt Mainz, dass dieses Festival als eines der letzten Festivals von einem Jugendamt einer Stadt Mainz allein organisiert wird. Gestern Abend hat mich der Manager von Clan Malaglen angesprochen. Ja, das ist jetzt Beifall für das Jugendamt. So, dann habt ihr euch genauso verdient. Gestern Abend hat mich der Manager von Malaglen angesprochen, während des Konzerts noch, und hat gesagt, er fand das ganz toll, wie man hier, mit welcher Professionalität man die Malaglen hier aufgenommen hat. Die war ja eine Zeit lang hier beim Festival unterwegs, der hat es unheimlich gut gefallen. Er kommt viel bei Konzerten rum, wie die Konzertmanager hier das Ganze gemanagt haben. Da habe ich gesagt, das sind keine Konzertmanager, das sind unsere Jugendamtsmitarbeiter, das sind eigentlich Amateure. Zeigt aber, dass wir das langsam drauf haben. Und das ist auch ganz gut so. Jetzt noch zwei, drei Dinge. Vorhin habe ich so Sachen gehört. Das sind Dinge, die polarisieren. Wir wollen hier bleiben, wir wollen auf der Zitadelle bleiben. Dieses Festival stirbt und lebt mit der Zitadelle. Aber es wird jedes Jahr ein bisschen schwieriger. Wir haben die Umweltschützer im Knick, wenn wir irgendwelche Pflanzen abknicken oder irgendwelche Gräser beschädigen. Da fragt man die Leute vom Jugendarbeit, morgen gehen wir die Begehung los, dann werden die Gräser gezählt, was ihr alle so mitgenommen habt, bei euren Kräuterwanderungen hier. Das ist eine Sache, dann sind wieder irgendwelche alten Steine runtergefallen, das ist der Denkmalschutz, der uns dann fragt, wo die Steine geblieben sind. Ja. Dann haben wir noch, und das ist das Schwierigste anlesen, wir sind ja mitten im Wohngebiet. Wir haben Klagen von Anwohnern schon über uns ergehen lassen. Wir haben auch letztes Jahr eine nur im Vergleich abschließen können, die uns Auflagen zusätzlich beschert hat. Das ist so, nicht alle Menschen haben ein Faible fürs Obenohr und schon gar nicht welche, die hier teuer gebaut haben, manchmal in der Nähe wohnen. Und eines unserer Probleme in dem Zusammenhang ist wirklich, ich sage das nicht böse, weil viele fühlen sich da wohl. Ich weiß, es gibt ja viele Mainzer, die feiern da ihre Party im Zeltplatz. Aber diese reinen Partyzonen, die werden uns, wenn man da nicht irgendwo alle vernünftig miteinander umgehen, die werden uns das Obenohr kaputt machen. Und deshalb müssen wir da wirklich was tun. Das kann nicht sein. Es ist auch nicht Sinn des Festivals, dass da Leute oben mit dem Truck vorlaufen, mit dem Dieselgenerator ein riesen Zelt aufbauen und da oben drei Tage Party feiern und gar nicht merken, dass es unprogramm läuft. Also das kann es nicht sein, ne? Weil wir haben den Anspruch, dass man auch hierher kommt, um das Programm entsprechend mitzugestalten, weil das Programm ist ohne Publikum gar nichts. Und da werden wir uns nächstes Jahr etwas auf. Zudem wir das Problem haben, wir hatten dieses Jahr, gestern waren ca. 10.000 Menschen hier auf dem Gelände, gestern gegen Abend. Ja, das ist schön, ja. Aber mehr geht auch nicht mehr. Mehr geht nicht mehr rein. Steht auch irgendwo zu wenig Toiletten, ihr habt ja recht. Es gibt die Frage, sind zu wenig Toiletten, es sind zu viele Leute. Wir müssten für so viele Leute immer mehr Toiletten stellen, irgendwann können wir dann finanziell nehmen. Also wir müssen jetzt sehen, dass wir das einpendeln in dem Bereich. Wenn wir so einpendeln, ist das ja okay, viel mehr können wir nicht mehr werden, dann können wir es auch finanzieren. Wir haben mittlerweile politisch keinen großen Ärger mehr in dieser Stadt, vielleicht müssen wir ein bisschen frischer werden in der Projektgruppe. Vielleicht ist aber auch da, dass mittlerweile die Politik über breite Basis kapiert hat, wie wichtig dieses Festival für diese Stadt ist und dass hier auch das ausgedrückt wird, was nicht nur junge Menschen, wir sind ja auch viele andere Generationen, empfinden in diesem Zusammenhang. Und in diesem Zusammenhang bitte ich alle Beteiligten, nächstes Jahr wiederzukommen, Partyzonen einzudämmen, gemeinsam die Projektgruppe vielleicht zu verstärken durch den einen oder anderen, wieder ein gutes Programm hinzubringen. Und dann gehe ich davon aus, dass wir
Also ich bin dann nicht mehr im Amt, aber vielleicht noch mal 50 Jahre Jubiläum feiern. Dankeschön.